Yo, yo, yo! Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, im heutigen Video habe ich mir mal ein ganz besonderes neues Format ausgedacht. Und zwar machen wir es diesmal so. Ich gehe in ganz normale Solo-Runden rein, loote richtig babamäßigen Stuff und richtig viele Mats. Dann suche ich mir irgendeinen x-beliebigen Gegner, den ich stream-snipe, dem mein ganzes Equipment gebe. Er mich killt, nimmt den ganzen Loot natürlich mit. Ja, und ihm gucken wir dann zu und wenn er dann noch einen epischen Sieg holt, dann kriegt er von mir 1000 V-Bucks. Also relativ simples Format. Ich stream-snipe einfach unbekannte Leute in ganz normalen Solo-Runden und bringe den einfach babamäßigen Loot vorbei. Ganz wichtig, wenn ihr dieses Format feiert, lasst auf jeden Fall ein Like da und ich würde sagen, wir gehen in diese erste Runde in diesem neuen Format rein. Go, Junge! So, Leute, wir sind in der ersten Runde drin. Ich habe leider keine Krone, die ich jetzt hier vergeben kann. Aber der hier vorne hat eine Krone. Der sieht auch schon wie ein Schwitzer aus, Junge. Willst mich jetzt auseinandernehmen, sagst du? Ja, guck mal, der besorgt sich direkt Waffen wie ein Flitzer, ne? Sei mal ehrlich. Boah, Digga, wie aggressiv der ist. Was macht die hier? Was macht die denn hier für Umdrehungen, Junge? Ich weiß auch gar nicht, wie ich dieses Format angehen soll. Ich weiß auch gar nicht, wo ich landen soll, wo ich den größten Loot bekomme. Aber ich persönlich würde mal sagen, dass man in Common Cavern den babamäßigsten Loot bekommt, weil es halt eben einen richtig frischen Tresor gibt. Dementsprechend denke ich mir, dass wir in den Tresor reingehen, uns richtig babamäßiges Equipment beschaffen und dann einen x-beliebigen, den wir einfach irgendwo finden, stream-snipen und ihm meinen ganzen Loot geben, plus wir gucken dieser Person dann bis zum bitteren Ende zu. Falls die Person stirbt, gehen wir direkt eine neue Runde rein, weil dieses 1000 V-Bucks-Gewinnspiel gilt dann auch wirklich nur für die Person, die mich halt eben gekillt hat. So, und vorher, bevor wir in den Tresor reingehen, müssen wir natürlich auch erstmal ein bisschen aufräumen. Und wenn hier schon 5 Gegner landen, wird das Ganze auf jeden Fall eine richtig krasse Action hier. Ja, was soll ich sagen? Wir haben auf jeden Fall schon mal eine lilane Pump. Da kann man sich nicht beschweren. Braucht man nur noch eine MP und ein bisschen Blue Life in Form von Minis. Dann wären wir eigentlich hier perfekt gewappnet für einen Fight. Und eine MP wäre natürlich richtig gut und wichtig. Aber ich glaube, hier ist nirgendwo eine. Nee, nee, wir müssen runter, Leute. Wir müssen runter, Leute. Wir gehen auch direkt runter ins Vergnügen. Erste Runde bei mir. Heute noch gar kein Fortnite gespielt. Hoffe, dass ich nicht die ersten Fights direkt komplett vermüpse. Das wäre nämlich richtig schlecht. Guck mal, Splashies haben wir hier auch noch unten AK. Die Splashies schmeiße ich mir jetzt auch direkt. Nehmen wir noch die Munition mit. Hier oben ist auch noch eine Chest. Die nehmen wir kurz noch mit. Da haben wir sogar eine goldene MP rausbekommen. Und sogar Biggie und Mini. Oh, hier liegen sogar Trampos und sowas. Also wenn wir jetzt hier die Runde auf jeden Fall schaffen und uns eine Person besorgen können, die auch wirklich sehr nett ist und den Loot ganz lieb und dankend annimmt, dann ist das wirklich auf jeden Fall ein Baba-Start in diesem neuen Format. Braucht man natürlich nur noch ein paar Mets. Mets wären richtig wichtig. Hier war schon einer. Da müssen wir mal gucken, Junge. Ich glaube, der ist hier vorne irgendwo, ne? Ne, hier nicht. Hä, wer war denn hier schon? Okay, ich weiß wo. Das war's für mich. Nein, Digga, ich drück ihn noch ein 120er, Bro. Nächste Runde. So, Leute, also was ich in der letzten Runde gemacht habe, keine Ahnung. Aber der war auch so undercover sneaky unterwegs. Bei Gott, man wusste einfach nicht, dass da irgendwo noch ein Gegner ist, wenn man die Chest nicht gesehen hätte, ne? Aber ich habe die Chest zu spät gesehen. Wir haben die Chests gesehen. Dann sind wir 3-4 Schritte gegangen. Auf einmal haben wir einen Pumpschuss von einem 150er abbekommen. Und dann war das Thema auch schon direkt durch. Hab da noch versucht, was zu klären. 120er ging rein, aber danach war einfach Ende. So, und wir probieren es jetzt ein zweites Mal. Ich lande wieder in Common Cavern. Wir versuchen richtig babamäßigen Loot natürlich zu besorgen. Und dann werden wir uns einen Experten suchen, der richtig schön schmackhaften Loot bekommt von mir. Ich versuche auch so viele Mats zu sammeln, wie nur geht. Ja, bin ich auch mal gespannt, ob wir denjenigen, den wir aussuchen und stream-snipen, ob er das Ganze auch dankend und nett annimmt, ist wiederum die Frage. Weil gibt ja immer ein paar 31er. Wenn du mit denen so mäßig team möchtest, so auf netten Hasen machst, dann killen die dich trotzdem einfach richtig dreckig. Kann ja durchaus passieren. So, und ich glaube, wir landen genau perfekt beim Container, Leute. Oh mein Gott, Digga. Ja, genau perfekt beim Container, Leute. Bei Gott. Wahnsinn. Kriegen da noch eine AUG und 2 Biggies, Leute. Oh mein Gott. GG, Junge. Mal erstmal hier eine Wand, ziehen uns den Biggie rein, schnell die Pump und so weiter und so fort. Hier haben wir sogar noch eine MP, die will ich jetzt aber nicht nehmen. Hier haben wir auch noch Minis, noch wichtiger. Und eine vernünftige MP, die nehmen wir auf jeden Fall mit, Leute. Und eine normale Pump hier auch am Start, noch wichtiger. Ja, hier ist mir ein bisschen zu viel los tatsächlich. Okay, den haben wir aber schon, ich sag dir ehrlich.
Oh mein Gott, war aber auch ein sehr knappes Ding jetzt hier. Also war ein sehr, sehr knappes Ding. Der hat mich ja beinahe weggelasert. Und da unten ist noch einer. Wow, legendäre MP, holy. Die schmeckt richtig gut. So, aber jetzt machen wir einmal kurz erstmal den Scanner hier. Gucken, wo die kleinen Keckis sind. Da oben ist einer. Nee, da hinten ist nur noch ein Gegner. Das ist der letzte, Leute. Danach ist hier keiner mehr. Den müssen wir uns holen. Den müssen wir uns holen, Leute. Jetzt ganz schnell da rein. Ich sag dir ehrlich, ganz schnell hier. So, keine Mats mehr. Wir müssen uns jetzt erstmal ganz schnell hochheilen. Digga, das war jetzt aber kurz vor knapp. Also mein Aim ist heute wirklich absolute Katastrophe. Ich treffe ja fast gar nichts. Was ist denn heute los? Richtig schlecht. Richtig, richtig schlecht am Start hier momentan. Also ich muss mir jetzt erstmal hier ein bisschen Stein farmen, bevor wir hier zum Tresor gehen. Weil ohne Mats, Digga, kannst du vergessen, ne? Kannst du komplett vergessen. Wenn mich da gleich einer pusht mit Empire State Building Niveau, dass der da irgendwelche Pyramiden von Gizeh baut, dann ist bei mir direkt vorbei. So, wir machen jetzt aber nochmal einmal kurz den Scanner, damit ich abchecken kann, ob wir hier komplett alleine sind. Oder ob hier irgendwo noch ein 31er ist. Aber ich glaube, Command Cavern gehört uns. Ne, da ist noch einer. Einer fliegt da noch. Einer fliegt da noch. Einer ist da noch am Start. Wo ist der kleine 31er? Da oben. Irgendwo ist oben noch einer. Wir müssen reingehen, Leute. Wichtig. Ja, ja, der ist da mit Dings unterwegs. Mit Rocket. Ja, der hat mich so weggelasert. Ne, Junge, was hat der bitte für einen Laser drauf? Ich check hier gar nichts. Ist ja mal der Wahnsinn. Der hat fast alles getroffen. Digga, er geht mit dem Dings hier rein, mit der Kanone. War denn seine Mission, Alter? Der hat mich ja beinahe weggefetzt. Holy shit. Da habe ich aber jetzt richtig Glück gehabt, ne? Ohne Spaß. So, wir müssen aber jetzt hier ganz schnell runter in den Tresor. Aber ganz schnell, weil uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Und wir müssen ja noch den King Kong da unten bewältigen. Und dann müssen wir noch zum Tresor, Leute, ne? Ganz wichtig. Komm, Junge, komm zu mir, komm. Komm, wir kämpfen. Komm, wir kämpfen, komm. Oha. Was macht der für Attacken, Junge? Also Schildtrank müssen wir uns jetzt unbedingt noch reinziehen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die Mythische mit. Und dann suche ich mir irgendeinen Experten aus, der jetzt hier den ganzen Baba-mäßigen Loot bekommt. Und ihr seht, wir haben so viel Baba-mäßigen Loot am Start. Da vorne ist angeblich noch ein Gegner. Junge, wie viele Leute sind denn noch bitte hier am Rumlaufen? Die Zone, die kommt doch jetzt gleich. Das macht doch gar keinen Sinn mehr hier. Na gut, dann gehen wir mal auf jeden Fall rein. Ins Vergnügen. Müssen uns nochmal kurz ein bisschen Greenlife geben. Aber sonst sind wir auf jeden Fall gewappnet. Ich mach nochmal hier kurz diese Metallwand hin und jetzt gehen wir hier Abflug rein. So, erster Loot Drop, weiter Loot Drop, Medkit, goldene Waffe nehmen wir auf jeden Fall mit, dann nehmen wir noch das hier mit, das machen wir auf die ganzen vier Kästen und dann müssen wir direkt hier raus, Leute, direkt, wichtig. So, also loot-technisch krank. Ich hoffe, dass da oben auf der Toilette keiner chillt. Kann ich mir gut vorstellen, dass hier irgendwo einer ist, aber hier ist keiner, ne? Ne, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Dann haben wir nichts verpasst. Abflug in die Zone. Und dann suchen wir jetzt uns einen kleinen Strolchi, der den ganzen Stuff von uns bekommt. Mal gucken, wen wir uns hier aussuchen. Vielleicht knüpfen wir uns den hier vorne vor. Da ist auf jeden Fall einer gelandet. Warte, ich probiere mich mit denen jetzt anzufreunden. Komm mal zu mir hier. Ey, hallo, hallo. Was macht der, Digga? Der geht mit Kanone rein. Was ist seine Mission? Ach, der hat einen Lama gefunden. Ey. Hallo. Ja, Mann. Hier, nimm alles von mir. Nimm alles von mir. Nimm. Der hat mich einfach gekillt. Was macht der, Digga? Der wollte erst teamen und dann killt der mich. Oha, was ein 31er. Egal, dem gucken wir jetzt zu. Also, das ist auf jeden Fall ein 31er, Leute. Der wird auch hier, glaube ich, nicht gewinnen. Der spielt nicht gut. Aber ihr habt ja gesehen, der hat erst Emote gemacht, wollte so teamen. Dann habe ich mich geduckt, habe meine Waffen gedroppt und er hat mich instant gekillt, Leute. Und jetzt holt er sich erst den Loot und so, den ich denen gebracht habe. Kleine 31er, ne? Wir gucken den trotzdem zu. Toxisch ist er jetzt nicht, aber er ist auf jeden Fall ein 31er. Und ich bin mir sehr sicher, dass er hier nicht gewinnen wird, weil so wie der spielt, auf gar keinen Fall. Wenn der gewinnt, dann reiße ich hier die Hütte ab. Das war's. Das ist ein Dummy-Skin. Dummies spielen meistens eigentlich immer gut. Oder? Der hat den Box, ne? Das war's für ihn. Weg mit dem 31er Schmutz. Let's go. Aber wir gehen nochmal eine Runde rein und landen nochmal in Command Cavern und besorgen wieder mal Loot. Weil wir haben ja gesagt, nur derjenige, den ich den Loot bringe, hat die Chance. Abflug. Probieren wir es nochmal. Command Cavern. So, letzter Anlauf jetzt hier. Aber jetzt muss das aber auch mal wirklich was werden. Also ich flippe jetzt gleich hier komplett aus. Ohne Spaß. Guten Tag, wo willst du hin, ne? Ach so. Ja, Junge, dann nimm, Digga.
Nimm, Junge, nimm. Ich bin ein netter Bursche, ja? Wenn du so nett bist und so kommst, Junge, warum soll ich dich dann killen? Ich sag dir ehrlich, gebe ich dem nochmal eine Chance. Guck mal, wie nett der war. Was sollen wir denn da machen? Wenn so süß einer kommt, Junge, dann können wir den noch nicht killen. Dann wären wir die größten 31er. Der war zu süß, Junge. Der war einfach zu süß. Ich glaube, der braucht auch ein Medkit. Wir gehen mal kurz runter. Obwohl, nee, der ist schon über alle Berge abgehauen. Der war ja mal ultra, wie süß der so kam, Junge. Also das war jetzt sehr, sehr überraschend auf jeden Fall. Das war so ein World Cup Skin, so ein Orangener, ne? Mal gucken, vielleicht finden wir den ja irgendwie wieder. Dann würde ich dem, ich sag dir, ich würde den Loot geben, ne? Ich würde dir meinen ganzen Loot geben und denen die Chance geben, hier komplett alles zu rasieren. Da vorne ist der, ne? Der läuft da vorne. Oh mein Gott, was ein süßen, Digga. Oh mein Gott, guck mal da vorne mit dem Rocket Launcher. Ist das der? Ich meine, das ist der, Leute. Der will mir jetzt abhauen, ne? Guck ihn hier an, Junge. Guck ihn hier an, Junge. Nee. Kleiner 31er, ich klär deinen Vater. Das Einzige, was du klärst, ist der Tod hier in dieser Runde, Junge. Das hast du geklärt. Wie kann man sich denn bitte so nennen? Das ist der FNCS-Skin, ne? Ja, ja. Das ist der FNCS-Skin hier oben. Guck mal hier unten, das ist der. Yeah. Bruder, hier, nimm alles, Junge. Ja, nimm alles, Digga. Nimm alles. Alles nehmen. Alles komplett, alles. Du gönnst dir jetzt alles, Bruder. Ja. Und du rasierst jetzt hier. Du rasierst jetzt hier. Doch. Mach jetzt. Mach. Nein, mach. Hier, los. Ey, mach jetzt hier. Mach. Sofort. Los. Mach doch, Bruder. Digga, wenn der mich jetzt nicht killt, dann raste ich aus. Junge, ich flipp hier aus. Ich flipp hier komplett aus. Kill mich. Doch, mach jetzt. 200 Meter, ja mach. Los. Ja, genau, genau, nochmal. Nochmal, komm, Junge, komm. Doch, mach. Geht doch. EV946AN. Digga, was ist das für ein Ehrenmann, Alter? Was ist das bitte für ein Ehrenmann, Junge? Bruder, was ist das bitte für ein Ehrenmann? Ich hoffe, dass der gewinnt, ne? Ich sag ehrlich, ich hoffe. Ich glaube sogar, das ist ein Deutscher, bin mir nicht sicher. Spielt auf PlayStation. Bruder, bitte, du musst gewinnen. Du musst gewinnen, Junge. Ich frag mich aber, ich spiele auf PC, warum kriege ich dann PlayStation-Spieler, die nicht so übertrieben krass tatsächlich sind? Weil so gut ist der jetzt nicht, wenn ich das mir jetzt so angucke. Okay, da vorne liegt auch noch ein Revolver, ein blauer. Den würde ich aber tatsächlich... Gib ihm, gib ihm! Gib ihm, V, gib ihm richtig. Mach oben auf, mach der. Der geht hier über irgendeine Ecke, Junge. Der ist da links, ne? Mach keinen Left Peak, du musst Right Peak machen. Der ist gut, pass auf. Geh weg hier. Bei Gott, der hat Right Peak, Bro. Ah, was machst du denn hier? Junge! Das schafft er nicht. Der Gegner ist PC-Spieler. Trifft aber nichts, genauso wie ich. Scheiße, Digga. Das war's, Bruder. Das war's, Bruder. Nein, Junge. Nein, nein. Gönn dir Mini. Nein, Bro. EV946AN, Digga. Bruder, du hast dein Bestes gegeben, Junge. GG's. Last Round. Hoffe, funktioniert. Digga, also der Typ in der letzten Runde war halt der absolute Ehrenmann. Ne? Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wir sehen uns in Common Cavern, Leute. Let's go. So, Waffe haben wir direkt am Start, Leute. Wir gehen wieder zu unserer urberüchtigten Chest hier. Wo wir immer hingehen, wenn wir hier komischerweise landen. Irgendwie ist mir mal so aufgefallen. Wahnsinn. Pfeifen uns hier auf lecker alles rein. Und dann geht die Fahrt auch direkt los. Okay, einen haben wir hier. Einen haben wir in the business. Digga, gegen dieses Teil hast du halt gar keine Chance irgendwie, ne? Ich sag dir ehrlich. Guck mal, wie der da jetzt wartet, der kleine 31er, ne? Guck dir das mal an, Junge. Du kannst da gar nichts machen. Guck mal, wie der da jetzt steht und wartet. Was ist das bitte für ein Strolch? Digga, der nervt mich richtig, ne? Ich sag dir ehrlich. Der nervt mich richtig, Digga. Was ist das denn für einer gewesen? Holy shit, Junge. Was ein Noob, Bro. Das ist ein richtiger Noob gewesen, ne? Ohne Witz. Hier sind aber auch wieder zu viele Gegner irgendwie, ne? Irgendwo sind hier 10 Millionen Leute. Ich weiß zwar nicht wo, aber irgendwie sind hier überall 10 Millionen Leute, habe ich den Eindruck. Keine Ahnung. Cringe Geschichte auf jeden Fall. So, Leute, Abflug. Wir gehen jetzt hier rein. Da oben fliegt, glaube ich, irgendwo einer mit Rocket. Wo ist der kleine 31er, hä? Ist hier irgendwo einer, Junge? Ne, hier ist keiner, ne? Hä, wo sind die denn dann bitte alle? Ach, der ist, glaube ich, im Kanal drinne. Ja, ja, hier unten ist der, ne? Ja, ja. Ich
Hab dich, Junge. Hab dich. Ja, ja. Dich selber gekillt, mein Brudi. Was mit dir? Kollege Schnürschuh, Mürschuh. So, ich glaube, jetzt haben wir hier aber alles aufgeräumt. Jetzt müssen wir langsam mal hier in den Tresor gehen, Leute. Und ich glaube, hier können wir einen Knopf drücken. Dann wissen wir zumindest, wo die Gegner hier alle sind. Hier vorne ist, glaube ich, der Knopf, ne? Ja, ja. Direkt betätigen hier, abchecken. Weil ich glaube, der Chef wurde schon gekillt. Ja, der Chef wurde schon gekillt. Da vorne läuft der 31er. Ich glaube, der ist sogar schon im Tresor drinne. Hier kriecht auf jeden Fall irgendwo noch einer. Ja, der wartet hier hinter. Hier ist einer. Da chillt der hier seine Eier in diesem dreckigen Versteck. Macht der hier irgendwelche Paras und chillt hier. Die sind doch safe schon im Tresor drinne gewesen. Hä? Ist keiner drinne? Als ob niemand die Karte hat. Das macht gerade irgendwie gar keinen Sinn. Wo ist denn dann bitte die Karte? Wenn ich jetzt hier diesen Scanner mache, dann haben wir da vorne einen. Da, das aber normaler Bottyboy ist das. Das ist kein Chef. Der Chef ist hier nirgendwo. Irgendwer muss die Karte abgezogen haben. Ich glaube, der da oben, Junge. Der haut jetzt gerade ab. Er zieht die Karte ab und geht dann gar nicht mal in den Tresor rein. Was macht das jetzt für einen Sinn? Hat der die Karte gehabt? Der hat auch nicht die Karte gehabt, ne? Junge, kann doch nicht sein, ey, Bro. Warum haben die denn alle keine Karte? Also, wenn wir solche kleinen 31er hier in der Runde drin haben, die Karte irgendwo verstecken, warten, bis die Luft rein ist und dann erst die Karte holen, um dann in den Tresor zu gehen, damit bloß kein anderer die Karte bekommt, dann ist das wirklich der größte 31er-Move, den ich jetzt hier je in meinem Leben erlebt habe. Ich sag dir ehrlich. Ich meine, an sich ist das natürlich schlau, ne? Da kann man natürlich nichts gegen sagen, wenn einer diesen Move bringt. Aber mich persönlich stört das jetzt schon extrem, ich sag dir ehrlich. Egal, dann machen wir das so, dann bringe ich den Loot, den ich jetzt momentan habe, einer Person hier und es leben sowieso nur noch 12 Gegner, von daher, beziehungsweise 11 Gegner für ihn dann. Deswegen easy going, wenn man den epischen Sieg holt. Guck mal, da vorne ist einer. Ich würde sagen, ich ziehe mit denen hier vorne. Komm, Junge. Komm, Junge. Bist du so ein 31er? Komm mal zu mir. Komm mal zu mir hier. Nimm hier alles. Kleiner Keck, Digga. Was ein Keck, Digga. Jetzt kommt hier einer dazwischen. Ist das schlecht, Bruder. Und der ist jetzt gestorben, weil der mich nicht gekillt hat. Es ist so schlecht. Also dem da oben geben wir gar nichts. Ich würde sagen, ich gehe zu dem Kollegen da vorne hin. Und der kriegt dann was Feines von mir. Der ist ein Zockerskin, ne? Nein, nein, nein. Hau nicht vor mir ab, Bro. Ich will dich nicht killen. Ich will dich nicht killen, Junge. Warte, warte, warte. Nein, 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 nein. Greif nicht an. Geh mal zu dem hin. Ich will dir meinen Loot geben. Komm, Junge. Komm hier hin. Komm hier hin, Junge, komm hier hin. Nein, Junge, nein, nein. Warte, ich leg dir alles hier hin. Ich mache hier jetzt zu. So, und du kriegst alles von mir. Hier, nimm. Du bist der Auserwählte. Du versuchst mit mir zu teamen. Du bist der Auserwählte. Nimm alles. Genau, nimm. Nimm alles, Junge. Nimm. Nimm und kill mich. Mach. Mach. Doch, doch, du musst mich killen. Mach jetzt. Los. Ach, das ist der mit der Boom-Sniper gewesen, ne? Ich glaube, der hat gesehen, dass ich mit den einen Team wollte und ist dann zu uns gekommen, wollte uns killen. Doch, kill mich jetzt! Nein, ich will nicht! Nein! Nein, du musst jetzt nehmen! Nein! Kill mich jetzt! Sonst mache ich dir noch mehr Damage. Mach jetzt! Los! Digga, er lässt mir hier alles liegen, ne? Was soll ich machen, Junge? Ja, guck mal, der hat mir aber alle Mets abgezogen, ne? Was soll ich denn bitte ohne Mets machen? Dann warte ich so lange, bis der mich killt. Kein Problem. Der lebt noch, Leute. AC Nutellino 2011. Ehrenmann, Digga. Ich hoffe, dass der winnt. Ich hoffe, dass der winnt, Junge. Ey, du hast genug Mets. Er geht erstmal mit Trampo weg. Oh, shit. Der macht aber Laser, der 31er. Bruder, gib dir doch erstmal ein paar Minis und mach Metallwände. Nutellino, Junge. Jetzt gucken wir dem Meister hier mal zu. Okay, der hat die Boom-Sniper mit. Aber ich glaube, dieser andere da, dieser möchte gern Fokus gehen, der ist ein bisschen besser wie er. Nutellino! Nutellino, Junge! Ach, scheiße, Digga. Schade, Junge. Was willst du machen? Er hat sein Bestes gegeben. G. Tuse. G's. Ich hoffe, euch hat das neue Format gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ich mehr bringen soll. Und ich würde sagen, haut da